Liebe Frau, ich lade dich ein, mit mir im Heiligen Kreis zu sitzen. Am 20. August ab 13 Uhr auf Hof Lichtblicke. Ja, was wird diesmal Thema sein? Diesmal ist die Sonne im Fokus, unsere innere Sonne, unser inneres Feuer. Und in Vorbereitung auf diesen Ritualtag, aber auch im Prozess mit den Zeitqualitäten, habe ich in der Natur folgendes Bild bekommen. Wir haben in uns ein kosmisches Rad, ein goldenes kosmisches Rad, ein Sonnenrad. Und dieses kosmische Rad trägt kosmische Kräfte, kosmische Rhythmen in sich. Und es pulsiert in uns. Über die Jahrhunderte haben wir über dieses kosmische Rad Schlamm gelegt. Dunkle Geschichten, Geschichten der Trennung, Ego-Geschichten, Identifikationen. Und wir wollen an dem Ritualtag das kosmische Rad befreien. Wir wollen die Geschichten zurückgeben in den Schmelztiegel der Erde. Wir werden die Geschichten entformen und werden das kosmische Rad befreien. Und während wir das letzte Mal mit dem Mondrad gearbeitet haben, in unserem Schoß, das Rad der Schöpfung, das Tor der Schöpfung, das mit den Erdzyklen schwingt, den Mondzyklen, die Monden sozusagen als Licht der Erde, die Sonne als Licht des Kosmos. Genau, das letzte Mal haben wir also mit dem Schoß gearbeitet, mit dem Mondrad. Diesmal verbinden wir beide. Wir befreien das kosmische Rad in uns. Wir synchronisieren es mit unserem Mondrad. Und aus dieser Verbindung, das ist wie eine Harmonie, wie eine Symphonie. Aus dieser Verbindung entsteht ein Bewusstseinszustand. Und den habe ich also in meinem Prozess erlebt. Ich habe ihn erfahren wie eine Art Weihung. Es ist, als würde man in einen lichtvollen Raum gehen und erstmal ist man geblendet und sieht gar nichts mehr. Und man sieht und fühlt Licht, nur noch Licht. Und in diesem Licht fällt halt alles weg, alles Denken, alles Tun. Man ist in diesem hohen Bewusstseinszustand, in diesem machtvollen Bewusstseinszustand. Genau. Und dieses Sein, möchte ich mal sagen, dieses lichtvolle, leuchtende Sein, das schwingt einen Weg ins Leben. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also wir brauchen dieses Feuer, was aus dieser Vereinigung entsteht, was unser Lebensfeuer ist, und die elementaren Kräfte in sich trägt, genauso wie die kosmischen Kräfte. Dieser Seinszustand, dieser lichtvolle Zustand, der braucht sich nicht freizukämpfen. Das ist kein Feuer, das irgendwie sich irgendwo durchkämpfen muss durch Mauern, sondern das ist. Und das bahnt sich ganz automatisch einen Weg, der in dem Feuer bereits drinne liegt, den das Feuer in sich trägt. Genau.
Ja, das ist mal ein kleiner Einblick in das, was ich gerne mit euch gestalten möchte. Also es wird um ja, dieses Solarplexusrad, das aber auch ins Herzchakra mit ragt, gehen, in dieses kosmische Rad. Es wird um das Mondrad gehen, es wird um die Befreiung gehen, aber auch um die Synchronisierung und um dieses Aufgehen im neuen Bewusstseinszustand. Das ist die Ausdehnung des Feuers, die völlig natürliche, göttliche Ausdehnung des Feuers. Ja, ich freue mich auf euch und auf den Tag.